Immer häufiger lesen und hören wir in den Medien darüber, wie unsere DNA unser Leben beeinflusst. Doch was DNA genau ist, das erkläre ich Ihnen hier in unter 5 Minuten. Wir alle kennen den Begriff DNA, die Abkürzung für den unaussprechlichen Namen Deoxyribonucleic Acid, in Deutsch auch weniger bekannt, die DNS. Die DNA ist der Speicher unserer Erbinformation. Doch wie genau funktioniert eigentlich dieser Speicher? Unsere DNA ist aufgebaut aus 4 verschiedenen chemischen Bausteinen, den sogenannten Nukleotiden. Welche sind? Desoxyadenosin, Desoxyguanosin, Desoxycytidin und Desoxythymidin. Der Einfachheit halber immer abgekürzt mit den Buchstaben A, G, C und T. Unsere DNA ist aber kein einzelner Strang, sondern liegt als Doppelstrang vor. Das heißt, die einzelnen Bausteine paaren miteinander. Das ist aber kein wildes Durcheinander, sondern es gibt strikte Regeln. A paart mit T und G paart mit C. Das können Sie sich vorstellen wie bei einem Magneten, bei dem Nord- und Südpol paaren, Nord- und Nordpol sich aber gegenseitig abstoßen. Eine Paarung nennt sich auch Basenpaar. Und 3 Basenpaare kodieren für eine Aminosäure. Viele Aminosäuren zusammengekoppelt bilden dann ein Protein. Aber hierzu mehr in einem gesonderten Video. In jeder menschlichen Zelle besitzen wir etwa 3 Milliarden Basenpaare. Jetzt müssen Sie sich jedoch eines vorstellen. Eine Nervenzelle ist beispielsweise 6 bis 8 Mikrometer groß. Das ist nur ungefähr ein Zehntel der Dicke eines Haares. Würde man aber einfach alle Basenpaare hintereinander reihen, dann hätte die DNA eine Länge von ca. 2 Metern. Damit also alles Platz in der Zelle findet, kann die DNA nicht einfach wild vorliegen, sondern sie ist geordnet in einer sogenannten Doppelhelix. Und auch diese Doppelhelix muss weiter aufgerollt und komprimiert werden. Das ist wie mit Kleidern, die ordentlich in einen Koffer gepackt werden und nicht einfach wild hineingeschmissen. Denn dann passt ja auch mehr hinein. In der Zelle wird die DNA in sogenannten Chromosomen aufgewickelt. Es gibt aber nicht nur einen langen DNA-Strang, wie oft angenommen wird, sondern die DNA ist aufgeteilt in insgesamt 46 Chromosomen. Das können Sie sich vorstellen wie 46 gepackte Koffer. Und weil so ein Koffer auf einem Flug auch gerne mal verloren geht, hat auch die Natur damit gedacht. Wir besitzen jeden Koffer doppelt. Übertragen heißt das, in Wirklichkeit besitzen wir 23 Chromosomenpaare, also insgesamt 46 Chromosomen, also 46 verpackte DNA-Stränge. Unsere gesamte genetische Information zusammen wird dann als Genom bezeichnet. Unsere DNA war nur der Startpunkt zu einer spannenden Reise durch unseren zellulären Stoffwechsel. Im nächsten Video gehen wir dann eine Stufe weiter und entdecken zusammen die Funktionsweise unserer RNA. Ich freue mich, Sie dann auch wieder hier an dieser Stelle oder auf unserer Cellventrix-Webseite begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Ihr Dr. Fabian Mutach.